Ich habe jetzt etwas eben schon erzählt, das ist gestern aufgefallen, da war ich in Linz, habe ich in Österreich einen Vortrag gehalten und mit dem Flieger geflogen und da habe ich so drüber nachgedacht, was könnte ich denn hier für ein Statement abgeben. Und da ist mir aufgefallen, das ist der einzige Raum, dem ich seit langem war, wo keiner telefoniert hat. Im Flieger, da darf man ja nicht telefonieren. Überall anders hat er ständig die Handys und ich fand das ganz beeindruckend, das ist mir nie so klar geworden, aber es hatte was. Also keiner war am Handy, das war aber noch frei. Also es greift sozusagen überall ein, die digitalen Medien. Aber bevor ich sozusagen versuche, so ein paar Eckpunkte zu benennen, würde ich kurz sozusagen meinen Erfahrungshorizont benennen, aufgrund dessen, wie ich dieses Thema abgebe. Das sind sozusagen drei Bereiche. Das eine ist, ich bin ja von Haus aus Hirnforscher, Uniklinik in Hamburg kommend, mit schweren Operations- und Bindungsforscher, die integriert das Gehirn. Das zweite ist, dass ich natürlich schon lange als Arzt arbeite, also als Patienten arbeite, und von der Entscheidung stehe, handelt es sich bei dem, was der Patient angeht, oder der Mensch angeht, um eine Erkrankung oder um keine Erkrankung, ist auch ein Riesenthema in der Medizin. Was ist das überhaupt? Krankheit, an wann spreche ich von Krankheit? Was ist auch gesund? Was ist das überhaupt? Und das dritte ist, dass ich Vater von zwei Söhnen bin, 13 Jahre, die mich natürlich jetzt auch ganz persönlich mit diesem Thema digitale Medien konfrontieren, mich auch ständig überlegen, wie gehe ich da am besten. Das ist sozusagen der Erfahrungshorizont. Ich würde ein paar Behauptungen einfach mal aufstellen, über die man ja diskutieren kann. Das eine ist, glaube ich, relativ klar, die digitalen Medien verändern die Welt, aber die Welt verändert auch die digitalen Medien. Weil die digitalen Medien verändern das Gehirn des Menschen. Das tun sie umso nachhaltiger, je prägnanter sie wirken. Das ist ja auch kein Problem, weil alles verändert das Gehirn, egal was, immer verändert sich das Gehirn. Aber wir sind eben meiner Meinung nach nicht komplett ausgeliefert. Das sehen wir ja auch in der Veranstaltung hier, dass man an Ihnen als Aktivist, ja, wir können uns auch wehren und wir können auch die Welt selber verändern, uns auch die digitalen Medien verändern. Wichtig ist zu benennen, dass die digitalen Medien vor allem die heranwachsenden jungen Menschen prägen. Und zwar sehr nachhaltig und sehr durchgreifend. Das hat mit der Gehirnentwicklung zu tun. Es ist viel durchgreifender und nachhaltiger als bei uns Erwachsenen. Ja, wir nutzen das sehr stark, aber Kinder und Jugendliche werden nachhaltig geprägt von den digitalen Medien. Das können wir gar nicht normal, das ist einfach so. Wir müssen aber eben auch wissen, dass die jungen Menschen, ja, die sind, die unsere Zukunft bauen. Wenn unsere Kinder und Jugendlichen noch 40, 50 Jahre alt sind und dieses Leben lenken, die Gesellschaft steuern, mehr oder weniger, dann werden sie das sein, die von heute aus mit diesen Medien umgehen, die damals in die spätere Welt eine Welt prägen. Und wir sind dann Rentner vielleicht, oder ich zumindest, werden wir das dann sozusagen angucken und werden wahrscheinlich nur staunen, was da passiert. Das ist eine. Das andere ist, psychologisch betrachtet, ist so, dass die digitalen Medien ja eine sehr starke Veränderung bedeuten. Ja, das ist eine für uns alle Menschen erlebbare, spürbare, greifbare Veränderung, die sehr deutlich ist. Und Veränderungen, die der Bürgermeister hat zum Beispiel mal das richtige Stichwort angesprochen, jede Veränderung, die auf einen Menschen trifft, löst zwei konträre aus, zwei konträre Gefühle aus. Das eine ist Angst. Ja, das heißt, der Mensch hat Angst, etwas zu verlieren, Angst vor etwas Neuem, Angst vor Risiko, das müssen wir haben. Sonst das nächste Gebäude nicht hier, der hätte die Schweiz nicht überlebt. Aber das andere ist Neugierde. Es löst eben auch diesen anderen Teil im Kreis, der Neugierde, der Risikobereitschaft. Und wir Menschen funktionieren ja von Grund auf in diesen konträren Polen, Neugierde auf der anderen Seite und Angst auf uns hängen. Das balanciert sich. Wichtig ist aber zu wissen, dass bei jungen Menschen die Neugierde, die Risikobereitschaft auf der einen Seite, die Angst überwiegt. Das heißt, die haben tendenziell mehr Neugierde. Und das ist auch ganz sinnvoll. Das muss uns als Natur sinnvollerweise so eingerichtet, weil es sonst kein Fortschritt gibt. Das geht jetzt nicht voran. Das wäre sozusagen für die Evolution nicht sinnvoll, da wenn wir nicht ständig etwas verändern würden. Die digitalen Medien sind so eine große, sehr, sehr große. Bedeutet aber auch, dass wir zwangsläufig immer
Geld dort aussieht, ausgeschossen. Die sehen völlig anders aus als das, was wir uns dann sicher gedacht haben. Einige haben vielleicht prognostiziert, aber das ist dann hier im Rahmen der Suchwirtschaft. Ansonsten, die neugierige Mensch baut, konstruiert die Zukunft, die Welt der Zukunft. Und das ist ja jetzt die digitalen Medien, wir haben es ja früher auch schon gesehen, das schönste Beispiel sind vielleicht die Autos, also die ersten Autos, über die damals auch heute den Straßen fuhren, mit so 20, 30 Stundenkilometer, haben die Ärztevereinigung sich eingeschaltet, auf einem Kongress damals und haben kundgetan, dass sie das für sehenswert halten, abgelehnt, dass weitere Autos gebaut werden, weil sie herausgekommen sind, dass es sein könnte, dass diese sehr unnatürliche Geschwindigkeit, 20, 30 Stunden, der Auto, oder diese sehr unnatürliche Geschwindigkeit schädlich kann machen für den Menschen sein könnte. Vielleicht sogar tödliche Folgen haben könnte, dass er irgendwelche Krankheiten kriegt. Das waren die älteren Ärzte, die haben bei der Sorge auch eine Befürchtung gehabt, aber letztendlich hat sich das natürlich durchgesetzt. Wir haben es auch ausgesammelt mit 150 über die Autobahn, das ist irgendwie unnatürlich, aber auch irgendwie in der Stelle zu machen. Wir haben es mit dem Fernsehen gehabt, aber das Ganze wurde, kamen die Wohnzimmer und auch da haben viele gerufen, Vorsicht, wer weiß, was aber passiert. Das andere ist aber auch,
Gracias.